Kein Zwang im Glauben, keine Unterdrückung der Frau. Einfache Grundprinzipien aus den Lehren des Islam. Die muslimische Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat will diese Prinzipien den Menschen in München näher bringen. Sie haben an U- und S-Bahn-Stationen und in den Zügen Plakate mit Zitaten aufhängen lassen. Am Bahnhofsplatz stehen Jugendliche der Organisation und verteilen Flyer mit derselben Botschaft. Sie machen aufmerksam auf eine friedliche Religion. Diese Botschaft hinterlässt einen klaren Eindruck. Also ich habe schon mehrere gesehen in der U-Bahn, ich finde es auf jeden Fall positiv, weil oft das Vorurteil herrscht, dass eben der Islam Frauen nicht schätzt und es zeigt eben, dass es nicht stimmt. Das eint einen mehr, da kommt mehr Einigung, man ist ja positiv da angemacht, weil es liest ein Moslem, es liest ein Jude und liest ein Katholik oder Evangelischer. München. Die Landeshauptstadt von Bayern ist die drittgrößte Stadt Deutschlands und größte Stadt Bayerns. Heute leben in München etwa 1,35 Millionen Menschen. Eine Stadt mit vielen Industriefaktoren des Landes und zugleich mit vielen alten Sehenswürdigkeiten. Die Ahmadiyya-Gemeinde ist dort seit 1986 mit einer Moschee vertreten. Der Hauptbahnhof in München ist ein großer Knotenpunkt in Deutschland. Nicht nur Züge aus Deutschland, sondern auch aus anderen europäischen Ländern fahren hier ein. Der ideale Ort, um an die Menschen zu gelangen. Hier wurde ein Konferenzraum angemietet, um dort eine Pressekonferenz zu halten. Zugleich fand eine Tablir-Sitzung statt. Hier hatten die Besucher die Möglichkeit, Bücher und Lektüren über den Islam zu bekommen. Vertreter der lokalen Fernsehsender und Zeitung waren auch zahlreich erschienen. Die Sitzung begann mit einer Ansprache über das Khalifentum in der Gemeinde und einigen Informationen zur Moschee. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist als eine der ältesten islamischen Vereinigungen in Deutschland seit Jahrzehnten Teil des religiösen Lebens in diesem Land. Anschließend ging man auf die Fragen der Presse und den Besuchern ein. Die Menschen hier über den Islam aufzuklären und die Vorurteile, die hier herrschen gegenüber dem Islam, dass Islam eine gewalttätige Religion ist, zum Beispiel diese Vorurteile abzubauen und klarzumachen, dass Islam ist eine friedliche Religion. Und das belegen wir durch die Lehren des Korans. Auch diese Sitzung hat bei den Besuchern einen besonderen Eindruck hinterlassen. Ich finde also im Verhältnis zum Gesamtbild des Islam, was wir also bei uns in Deutschland haben, dann macht diese Ahmadiyya-Gesellschaft natürlich einen absolut friedlicheren Eindruck. Das ganze Ambiente habe ich hier sehr schön gefunden, sehr schön vorbereitet mit den Superplakaten und sehr ausgewählten Stellen aus dem Koran. Auf das die Botschaft möglichst viele Menschen erreicht und deren Herzen öffnet.